Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind in der vielleicht allentscheidenden Spiel der Liga, weil wir brauchen aus den letzten drei Spielen noch 2 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen sollten, dann wären das schon die wichtigen 3 Punkte, die wir brauchen, um das Ganze entsprechend ja, zu versilbern. Hoffen wir mal, dass jetzt kein Abbrecher ist und wir hier umsonst so rumgeeiert haben. Nein. Es ist kein Abbrecher, aber es ist hier mit einem unglaublich krassen Team. Oh mein Gott, Ibrahimovic, guckt euch das an. 91er Alexis Sanchez, Hazard 92er, dann dieser Kanté. Ach du Sch. Aber nur Lloris im Tor und nicht der Gea, das ist interessant. Egal, wir strengen uns trotzdem an. Er hat halt, also der ist halt, was die Abschlüsse angeht, ist er halt so unglaublich stark. Sag mal, nee, ist er nicht auch total nervig, ich glaube. Hallo? Ah, fast hätte ihn DP einfach überlaufen. Macht Aurier gerade noch mal so gut. Indirekter. Schade, schade. Warum ist denn da keiner? Warum ist denn da keiner? Ich will nicht mit Dante ins Laufduell gehen. Junge, der Ball. Oh, so dumm. Der Ball war so frei vor Dante. Er muss einfach nur rangehen. Und dann macht er noch so einen Abschluss, ey. Oh, was für ein Slapstick-Ball. Oh, danke, Rouvier. Nein! Wenn er einfach liegen lässt. Verstehe nicht, warum er den Außen durchspielt. Er inne und nicht außen, wo er halt auch langläuft. Sehr schön, hat ja lange genug gedauert. Schöner Ball von Draxler, wunderschön. Ach, das war dumm von mir, das hat zu lange gedauert. Das war wieder ein bisschen Glück vom Gegner. Danke, Rufi. Geiler Pass. Scheiße, da muss ich natürlich noch mal nach innen legen. Fuck! Warum schieße ich denn da schon? Da muss ich natürlich noch mal passen. So, jetzt bitte noch mal solche geilen Flanken, die Maria. Oder halt einfach in die Arme von Loris. Nice Luck, nachdem er einfach in mich reinrennt.
Da wäre ins Nichts gegangen. Jetzt haben wir ihm noch eine Ecke geschenkt. Oh, Traxler verletzt aber. Da war dann ja sowieso mit der Bundesliga spielen nicht so schlimm. Ich bin halt nicht rausgekommen, oder? Ah, komm, 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 komm. Macht echt ein paar grobe Schnitzer. Wir konnten es bisher noch nicht ausnutzen. Fuck, da breche ich extra ab, damit halt die Maria nicht ausgepaced wird. Und dann verliert er trotzdem den Ball. Ist wieder so ein beschissener Renner, ey. Boah, den schießt das im Glück einfach nur dumm in die Mitte. Der hat in irgendeine Ecke. Das wollte er wahrscheinlich auch nicht so. Schön geklärt von Verratti hier. Beides leck. Also der Gegner hat häufiger geschossen. Wäre vielleicht auch nicht so unverdient, wenn es hier 1-0 für den Gegner stehen würde, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Formation trotzdem passt. Gegner hatte jetzt, glaube ich, zwei gute Angriffe, aber ansonsten waren die Schüsse halt eher nicht so gefährlich. Es sind solche Trippelmonster. So nervig. So trippel- und sprintstark. Okay, haben wir ein bisschen Glück. Oh nein, wir waren nicht ernsthaft im Aus. Das gibt's überhaupt nicht, oder? Wie der dribbelt? Ich überlege, ob ich jetzt doch vielleicht mal wechsle, weil wir einfach weniger Zugriff haben. Scheiße! Und dann fressen wir über ein verdammtes Scheiß-Kopfballtor nach einer Ecke diesen Treffer, ey. Das gibt's doch nicht. Ich wechsle jetzt mal aufs Ziel 3 zu 1. Und ich kann eigentlich auch schon wechseln, was die. Ach so, jetzt können wir ja eigentlich mit Valbuena als Wechsler spielen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, statt Müller. Ha! Das müsste ich mal noch ändern.
So, unentschieden wird uns auch was bringen, aber vielleicht vor allem den Sieger. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal ein Tor noch. Geiler Pass. Ich meine, den wollen die natürlich auch mit der Hacke spielen, klar, was sonst? Aber wenigstens gefährlich in den Strafraum gekommen. Jetzt machen wir auch mal ein Tor nach einer Ecke. Komm. Oh, hier unten ist komplett Rom offen. Was ist denn da los? Lächerlich. Ich bin dran. Kanté ist einfach durch dabei. Er hat nichts gemacht mit Kanté. Er ist weder auf Ball-Defending gegangen, noch hat er einen Trick gemacht. Er läuft einfach nur weiter geradeaus und mein Spieler breit ab. Komplett lächerlich. Keine Ahnung, wie das geht. Und er hat auf Garantie selbst geboostet, nicht den krasseren physischen Wert, also die bessere körperliche Stärke. Und er hat ja auch nichts gemacht. Manchmal drücken die einen ja von alleine so weg. Er drückt ihn ja gar nicht weg. Mein Spieler prallt einfach nur ab. Komplett sinnlos und unrealistisch, meiner Meinung nach. Gut gehalten. Aber vielleicht schaffen wir es hier doch noch zwei Tore zu machen. Es sieht ganz gut aus. Sehr gut für Meratti. Dann hätte ich doch eher in das 4-3-2-1 wechseln sollen, also nach der Halbzeit, als ich gemerkt habe. Ja, aber eigentlich, die Schussstatistik war einfach nicht aussagekräftig genug, meiner Meinung nach. Zu knapp. Na also, das ist 2-1, Falcao mit einem schönen Schuss. Ans Alu und Tolisso ist dann wieder fürs zweite Tor bereit. Auch nicht schlecht. Komm schon, ich sag doch, also das 4-3-2-1 funktioniert gerade viel besser gegen ihn. Ich muss mir das mal für die Zukunft merken, wenn die Gegner so dribbelverliebt sind und sich so gut durchdribbeln können, auch im Sprint, dann scheinen die Probleme zu haben gegen eine Dreierreihe oder teilweise, bei ihm ist es zumindest so. Und ich glaube halt, das war auch schon bei anderen Spielern so, dann haben die einfach Probleme teilweise gegen die Dreierreihe im Mittelfeld. Ja, Foul, sehr schön. Ich glaube, ich lege lieber ab. Schon wieder, Alu, was wäre denn das für ein traumhafter Distanztreffer geworden? Fuck, Mann! Oh, ich Idiot, zu zeitig getackelt. Yes.
Lass doch den Vorteil, verdammt. Ja, wir hatten auch schon zweimal Alu. Oh, was? Foul, hallo! Wir werden es nicht mehr schaffen, wir bekommen keinen Angriff mehr hin. Naja, immerhin hat er wenigstens noch mal Angst bekommen. Auch wenn das leider nicht gereicht hat, um den Ausgleich, den verdienten Ausgleich meiner Meinung nach zu schießen. Aber egal, wir haben gekämpft bis zum Ende und ich hätte, glaube ich, eher aufs 4-3-2-1 umwechseln sollen. Aber es ist halt dann ich weiß nicht, also mein Gefühl war immer noch zur Halbzeit, dass das auch so funktioniert. Oder funktionieren kann, da stand es ja auch noch 0-0. Aber ich glaube halt wirklich, dass wenn der Gegner so ein bisschen dribbelverliebt im Mittelfeld ist, dass es dann fast besser ist, wenn wir eine Dreierreihe spielen. Ich weiß nicht richtig wieso, aber das Gefühl habe ich. So, das nächste Spiel gewinnen oder halt die nächsten beiden Unentschieden. Mal gucken. Draxlers hat er. Fuß, wie immer halt. Zwei Spiele. So, meine Freunde. Und jetzt erstmal, bevor wir es vergessen, die Spieler auf die Bank. Nee, Moment mal. Erstmal können wir. Ich glaube halt, Valbuena ist ein besserer Einwechsler als Müller, deswegen würde ich jetzt mal Müller mit Wally wechseln. So. Jetzt packen wir erstmal die zwei auf die Bank. Das ist die Pay. Hey, Quatsch. Ja doch, die Pay. Oder Verratti, ist egal. So, der andere ist Gonalons. Nee, nicht weil. Wo ist er denn da? Dipay. Okay. Sehr schön. Und jetzt kommt der Spieler, den wir in der Bundesliga testen, obwohl mir Bentaleb echt super gut gefällt. Mit Shadow als Sechser. Second im Moment Bentaleb, der auch super preiswert war für 12.500. Konnte ich nicht widerstehen und musste mir natürlich die dritte Inform von. Die dritte Inform von Keita holen. Eieieiei. Third Inform hat auch an dementsprechend ein bisschen Kohle gekostet. 95.000, aber für einen 86er dritter Inform ist das, denke ich, okay. Hat auch richtig kranke Werte. 86 Tempo, 89 Dribbling, 81 Schuss. 78 Defense, ist nicht ganz so gut für einen Sechser. 87 Pass, 85 Physis. Und Bentaleb hat aber eben genau die gleichen Werte auf Defense, also auf die Defense-Werte betrachtet. Der hat auch 78 Defense, aber er ist in jedem anderen Wert schlechter. Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Physis. Also warum soll Keita nicht gut funktionieren? Ich habe halt schon mal die Inform getestet gehabt und bei der Inform ist es eben so, dass die nochmal deutlich schlechter ist als die Third-Inform logischerweise, aber die hat halt nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben. Jetzt testen wir mal die Third-Inform und ich denke und hoffe, dass die gut funktioniert. Da er schon so schnell ist und da er halt vor allem. Da er eben vor allem auch Defense braucht, geboostet, habe ich mich hier entschlossen, ihm Sentinel zu geben für Defense und Physis. Dann sollte er eigentlich schon ein ziemliches Abwehrmonster werden, weil nach vorn kann er es eigentlich schon ziemlich gut. Und jetzt haben wir leider kein Z, also ZM zu ZDM mehr, das kaufen wir noch schnell. Könnt ihr euch direkt mal gucken, ob es wieder Shadow gibt? Weil ich habe jetzt keinen mehr. Nein.
Du bist bitte preiswert. Danke, 1000. Sechshundert! Schnapper! Gut, dann konzentrieren wir uns nochmal auf das nächste Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, mir wird gerade ein bisschen warm. Ich glaube, wir müssen mal die Heizung abdrehen. Ja, es sind noch 23,3 Grad. Das wird dann irgendwie warm mit Pullover und Shirt. Nicht Food Champions, hallo. Gab auch lange keine geilen Knockout-Turniere mehr. Zumindest nicht, wenn ich geschaut habe. So, Kater, ich bin überaus gespannt, ob du abgehst oder nicht. Und er ist Rechtsfuß 3 auf den Schwachen. Vidal Rechtsfuß 4 auf den Schwachen. Also müssen wir eigentlich mal tauschen. Ja, Vidal hat auf jeden Fall den besseren Distanzschuss. Das sollte klar sein. Deswegen werde ich auch mal die Rollen so einteilen, dass Kater hinten bleibt. Der arbeitet eh wieder massiv nach vorn mit. Deswegen, das ist auch nicht schlimm. Hinten bleiben bei Angriffen. Ach, das hatte vorher Vidal. Okay, und Bentaleb ist mit vorgekommen. Was? Okay, das war irgendwie dumm. Ach, wir hatten bei beiden hinten bleiben bei Angriffen. Hä? Okay, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich mache trotzdem mal ausgewogenen Angriff bei ihm an. Und dann schauen wir nochmal mit den Spielerrollen. Reus, 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 Langer, machen wir auch Reus. Elfmeter ist auf jeden Fall Stindl, der hat den besten mit Hunter. Kapitän. So, dann mal los. Moment, ich drehe mal die Heizung nebenbei ab. B. Ich glaube, ich ziehe mal meinen Pullover aus. Mir ist einfach zu warm. Ach, ein Abbrecher. Okay, da habe ich genügend Zeit. Da mache ich vielleicht sogar mal die Terrassentür auf. Frische Luft. Was soll's. Vielleicht bekomme ich ja ein Sieggeschenk. Haben wir jetzt. Wenn ich den Sieg geschenkt bekomme, dann haben wir ja sogar einen Titel gewonnen. Und ich glaube, dann haben wir insgesamt 3 oder 4 Siege geschenkt bekommen von dem Titel. Das ist natürlich krass. Mal gucken. Schön ins Alu, aber er schenkt mir wenigstens. Na gut. Besser als nichts. Aber das bedeutet logischerweise auch, wir haben gerade den Titel geholt. Och, ist das bitter. Über sowas gewinnen ist echt schade. Was für Klobbys, ey. Aber ich freue mich über die 15.000. Reicht trotzdem noch nicht, um uns Lacazette zu holen. So, dann geht's wieder von vorn los. Bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt wieder ein Spiel haben, was wir abziehen müssen. Vor allem bei Keita ist es direkt das erste, aber gut. Bei Keita sind die Scorerpunkte egal. Da gehe ich sowieso bloß. Krasses Team schon wieder. Bei Kater gehe ich sowieso bloß nach Gefühl, wie er sich anfühlt. Ist es mir total Bums, was der für Scorerwerte hat. Bei Bentaleb war es auch so. Der ist am Anfang total abgegangen, die ersten 20 Spiele oder so. Und dann am Ende hat er ein bisschen nachgelassen. Aber wie gesagt, ein Sechster ist jetzt auch nicht für die Scorerpunkte zuständig. Zumindest nicht in erster Linie. Oh, Kater mit dem ersten Balkon. Zack, mit der ersten Flanke und die verkackt er erstmal ganz groß. Oh, schlecht gemacht beim Plattner.
richtig schlecht gemacht. Dann haben wir Glück, dass wir nochmal in Position kommen. Da frage ich mich immer, wenn Plattenhardt solche Stellungsfehler macht, hätte die Alaba nicht drin, oder ist das einfach so scheiße programmiert? Da bin ich ein bisschen vom Stick abgerutscht, weil eigentlich macht ihn natürlich Müller. Fuck, aber da bin ich auch ein bisschen vom Stick abgerutscht, wodurch dann wahrscheinlich zu weit nach rechts gezogen wird. Schade. Weil der ist einfach immer so geil überlaufen. Oh, wäre das ein krankes Tor geworden. Natürlich war es nicht zu 100% so geplant. Ich habe aus Versehen auf Lupfen gedrückt, aber es wäre einfach so geil gewesen, wenn es geklappt hätte. Es war, wie gesagt, aus Versehen auf Lupfen gedrückt, weil ich halt den Spieler wechseln wollte. Oh, fuck. Jetzt schon zwei riesige Chancen, die eigentlich zum Tor führen müssen. Der Gegner schwimmt gerade. Wir schaffen es nicht hier. Ding reinzumachen. Ja, es sollte ein normaler Pass werden, aber wir haben nicht richtig zum Stindel geguckt, dann war es schwerer Pass. Info Müller, wenn ich mir mal Info Müller kaufen könnte, das wäre geil, aber es wäre halt auch so teuer. Ich meine, hat er jetzt schon eine Inform als RM und das wäre halt nur ein Scream of the Week Müller, den ich mir als ZOM kaufen könnte. Der ist so teuer, das ist so sinnlos. Der ist so wenig geboostet. Wenn jetzt noch eine Inform als ZOM kommen würde, dann wäre es halt die Second Inform und die wäre natürlich noch viel teurer, aber ich glaube, ich würde versuchen, mir die zu leisten, aber es wäre halt ultra teuer. In vom Cruiser oder irgendwas wäre mal geil. Ich habe natürlich gedacht, dass der Ball vom Gegner kommt, deswegen bin ich mit Reus rein, aber naja, war leider nicht so. Kommt bitte nicht, der kommt bitte nicht, danke. Lässt mich aber auch ständig durchrennen über außen. Endlich! Oh, ich hab's geahnt, dass es diesmal klappt. Aber bei Müller ist es nicht immer ganz so eindeutig wie bei Vidal, finde ich. Bei Vidal habe ich eher das Gefühl, dass ich dann denke, ah, jetzt geht er rein. Kam auch relativ frei zum Abschluss, ist auch ein verdienter Treffer. Und Vidal macht die Vorlage. Man steht ist halt jetzt wieder in der Box von drin, deswegen kommt halt nicht die Chance, da diesen Schuss zu setzen. Das ist halt schon so, dass ich dann eher dem ZOM da als Schütze nutze. Da bin ich auch wieder der Meinung, kann ich einfach nichts machen. Es war der erste Abschluss vom Gegner im Endeffekt. Er hat es insgesamt zwar nicht schlecht ausgespielt, aber ich bin vorher halt auch dran. Ich glaube, Keita war am Ball dran und er kriegt ihn halt nochmal vor die Füße. Und ja, da hat sich Piszczek leider vernaschen lassen. Also, das war auch wieder schlecht verteidigt von Piszczek in meinen Augen. Dass er da halt einfach durch diesen kleinen Schlenker in der falschen Richtung steht und dann schießt der Gegner leider ein Tor.
Nicht verdient, wie ich finde, dass es hier der Ausgleich steht. Also ich war definitiv besser, hatte die besseren Chancen. Aber leider stand es halt erst 1-0 und dann kommt dazu was bei raus. Schade, hätte natürlich auch das 2-0 werden können. Oh, da zieht Keita genau in dem Moment eigentlich auch den Pass nach innen, statt weiter außen zu bleiben, wo er halt frei ist. Es war auch so mehr ein Verzweiflungsschuss als gekonnt rausgespielt. Oh nein. Wo ist der Ball? Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Lässt sich auf jeden Fall. Schön dribbeln, aber dann hat die Schussdeutung im Stand halt verkackt. Zu weit. Nee, doch nicht. Na, in dem Moment, als ich passen wollte. Fühlt sich gut an, Kälte, aber besser als Benderlep ist. Also das erste Gefühl sagt mir einfach mal nicht. Nein, aber mal gucken. Das wahrscheinlich auf jeden Fall die offensivere Alternative sein zu Benderlep. Aber ich glaube, die brauche ich nicht bei Nevidal. Das war schön gemacht von Keita. Der hat auch 99 auf Abfangen, das ist schon mal nice. Weil gerade das Abfangen ist halt wichtig im Mittelfeld. Mein Zweikampf wäre das auch nicht schlecht, aber Abfangen ist da fast wichtiger als der Zweikampf. Geil, dass es genau in dem Moment leckt, als ich wieder im Strafraum bin. Schön, wie Keita den Ball hat und er wieder beim Gegner landet. Boah. Also, wir haben halt eine mega Druckphase am Anfang gehabt. Jetzt sind wir echt nicht mehr ganz so druckvoll. Sehr ärgerlich. Wieder eines dieser Spiele, wo wir ihre Druckphase am Anfang nicht umsetzen konnten in noch mehr Tore. Und dann Pass auf Reus. Müsste eigentlich schon wieder wechseln. So, ich will noch quasi bis zum nächsten Ball rausgehen, will ich noch mit Reus spielen und Dembélé und dann soll es halt gewechselt werden. Valbuena, was war mit dem? Was war da? Rechtsfuß, Linksfuß? Da war Rechtsfuß. Drei Sterne auf den Schwachen, alles klar.
Ich weiß nicht, warum Platten halt in den Lauf geht, haben ihn da nicht hingeschickt. Okay. Wieder macht der Gegner einen groben Schnitzer und bekommt ihn nicht bestraft. Krasser Pass aus der Drehung, richtig krasser Pass. Macht wieder einen Laufpass draus. Nein, ich dachte, er kriegt den noch rum. Fuck. Dummer Fehler von mir. Fuck, dass er den noch hält. Krass. Hier muss Müller machen, ey. Oh, was für ein schlechter Abschluss. Ich habe ihn den so straff aufgezogen. Ich schicke Ribéry dreimal in den Lauf. Beim dritten Mal, nachdem er die ersten zweimal nicht reagiert, rennt er mir entgegen. Boah, ey, ein Sieg wäre so verdient, unglaublich. Aber nein, er muss ja so ein scheiß Lackabtor machen und wir kriegen dann nicht den verdienten zweiten Treffer hin. Elfmeter. Oh, es gibt natürlich keinen, was sonst. Fick dich, ey. Fuck! Hätte eigentlich ein Sieg sein müssen, aber sowas von wäre so ein verdienter Sieg. Naja, was soll's, ist noch ein Ligaspiel. Die nächste Aufnahme wird dann auf jeden Fall mit der Weekend League weitergehen.
Das heißt, da gehen wir dann wieder rein und können dann unsere neuen Spieler noch besser testen. Ich glaube, ich pack mal Cater auf die Bank der. Also er fühlt sich gut an, aber wenn er ersetzen kann, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ach so, jetzt hat er natürlich. Ach nee, Bendeleb hat sogar 99. Stimmt, den haben wir ja gerade gespielt gehabt. Ja, dann können wir direkt Cater draufpacken. Das Ding ist halt, Cater wird auf gar nicht auch wieder im Preis steigen. Der einzige Nachteil bei Cater ist halt, also er ist eigentlich eine gute Wertanlage, aber Cater hat halt einfach das Potenzial, die vierte Inform zu bekommen. Und vielleicht ist es in eurer Zeitlinie sogar schon passiert und dann wird natürlich der Preis ja wieder sinken von der Karte. Deswegen muss ich mal gucken. Es sei denn natürlich, dass die nächste Inform dann wieder als RM oder sowas erscheint. Und nicht als zentraler Mittelfeldspieler. Wobei die nächste Info mal dann echt schon so wieder so viel Pace, man hat dann wahrscheinlich mindestens 87 Pace, dass man die auch wieder locker mit dem entsprechenden Chemistry-Style als RM spielen kann. Das wäre halt auch nicht schlecht. Aber gut, an Dembele kommt er nicht vorbei. Ich bin, ehrlich gesagt, hoffe ich ja mal, dass nächste Woche im nächsten Team of the Week nicht wieder 300 krasse Spieler dabei sind, weil ich kann mir es nicht leisten, jede Woche 450.000 Coins auszugeben oder so. Also es ist halt schon hart, ne? Wenn ich mir überlege, was hier für Geld drin steckt, Dembele ist mega viel wert, Reus ist noch viel wert, Keita ist viel wert, Vidal ist viel wert, dann Sokrates ist, glaube ich, auch noch einiges wert, dann Once-to-Watch Hummels auf jeden Fall, mega Bombe, da können wir direkt mal gucken, was kostet denn der. Nicht aus Versehen wieder auf die Transferliste stellen. Danke. 560, was? Nur noch 265? Was ist denn da los? Ich würde mal Zeit, dass er die nächste Info bekommt. What the fuck? Was habe ich bezahlt? 190, okay, also ich mache immer noch Gewinn, wenn ich ihn verkaufe, aber ich habe echt gedacht, er wäre jetzt auf 400, 500.000. Was ist denn da los? Aber sobald er die nächste Info bekommt und hier eine 9-0 steht, und ist ein 90er Innenverteidiger ist, drehen die Leute hoffentlich durch. Und dann gibt es hoffentlich diese Once-to-Watch-Karte auch seltener, weil die ja echt noch relativ häufig vertreten ist. Also häufiger als gedacht. Was ist denn da los? Also, hä? Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.